So, jetzt darf ich mal richtig unzufrieden sein. So richtig nicht in Frieden sein. Nicht immer nur so tun, als ob ich zufrieden und in Frieden wäre. Endlich habe ich mal die Genehmigung von oberster Stelle gekriegt, richtig unzufrieden sein zu dürfen. Ich will hier gar nicht anfangen, davon zu sprechen. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, unzufrieden zu sein. Da gibt es das Gefühl, dass was nicht stimmt, dass es so Chaos ist, dass man mit den Mitmenschen nicht klarkommt. Oder dass man sich selber nicht so mag, oder dass ich so denke, oh, ist alles falsch, es ist so wie eine Lüge, das Leben ist eine Lüge. Und wenn ich dann so denke, oh, was es für Idioten gibt auf der Welt, die Krieg machen und die Umwelt zerstören und irgendwelche Plastik, alles in Plastik einpacken. Gibt so viele Gründe, total unzufrieden zu sein. Und endlich darf ich mal wirklich unzufrieden sein. Da bin ich jetzt schon mal richtig froh drüber, dass ich mal richtig so, oh ja, völlig im Unfrieden mit all dem, was ich zu erleben erlebe. Ich bin auch mit mir unzufrieden, weil also ich habe auch so viele Mängel. Ich spreche nicht den Idealvorstellungen. Nee, das tue ich nicht so arg. Weil hier tut einer Staubsaugen, macht es sauber und so. Und das Geräusch macht mich nicht so zufrieden. Wobei, dass es sauber ist, naja, ist gut. Aber was, ich bin schnell unzufrieden, dass es schnell wieder alles dreckig wird. Weil, komm. Trägst du was wieder rein an den Füßen, Schuhen? Ist schon wieder Schmutz im Haus. Ja, jeder kennt da wohl das Problem, dass man alleine sich fühlt. Also auch so ein Grund, unzufrieden zu sein. Selbst in der Beziehung kann ich mich auch ziemlich alleine fühlen. Und so ist es nicht so schön. Aber endlich darf ich mich mal so. Ich muss nicht mehr überspielen, dass ich immer so tue, alles ist okay, alles ist in Ordnung, ich bin zufrieden. Ich, besonders ich akzeptiere alles. Ich darf mal meinen Frust rauslassen, darf mich aufregen, darf auch in so einer unzufriedenen Stimmung verweilen und brauche gar keine Harmonie. Von mir aus kann ich irgendwas ganz, weiß ich nicht. Ach nee, was ganz Schlimmes, was soll das sein? Die Welt kann explodieren. Ach nee, wär nicht so schön. Gibt's keinen Menschen mehr. Kann ich nicht mehr so mit so einem Computer sprechen. Oder es könnte sein, dass alles hier in ein multidimensionales Bewusstsein zerflettert und alle Parallelrealitäten gleichzeitig erlebt werden, aber von wem denn dann? Oh, bin ich schon wieder unten. Oh, du darfst einschlafen. Da darf ich das hier hören.